Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu dem neuen Video auf meinem Kanal. Heute wird es auf jeden Fall wieder Zeit für eine kleine Reaction, Leute. Wir reagieren nämlich heute auf die dümmsten Fortnite-Spieler. Und glaubt mir, da kommt echt einiges dazu. Wir haben aber noch ein paar kleine lustige Szenen dabei, Leute. Ein paar epische Wins, ein paar krasse Kills und so weiter. Also alles in einem Video. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran, es kommen richtig heftige Leute. Und falls es noch nicht tut, folgt mir gerne auf Instagram, Leute. Da kommen bald richtig geile Sachen. Glaubt mir, Leute, da kommen heftige Sachen noch. Deswegen folgt mir auf Instagram, da heiße ich aber KidMave. Oder checkt einfach den Link in der Videobeschreibung ab. Ich würde aber sagen, Leute, wir starten jetzt erstmal mit dem Video. Komm auf die Bühne, Gitarre dabei nicht, weil ich spielen kann, sondern nur für den Ball. Okay, Leute, ihr könnt schon sehen, es geht wieder los. Red Eye Cat wieder am Start. Und das, ist nicht das Gebäude von Polar Peak? Ich bin ehrlich, ich habe diese Season gar nicht verfolgt, was Events angeht. Hä? Ach, das ist schon weg. Ja, auf jeden Fall, Leute, hat man schon einiges gesehen. Also, let's go, Leute, jetzt mit den Fails. Und, oh mein Gott, er macht Eisgranaten im Schneegebiet, Digga. Das heißt jetzt schon, er wird irgendwo runterfallen. Er kann nicht bauen. Oh, Junge, das ist mies. Das ist mies, Digga. Und er sagt, ich kann nicht bauen und fällt trotzdem runter. Oh mein Gott. Oh, lol. What the Falle, Digga. Krass. Was kommt jetzt? Noch eine Falle. Noch eine Falle. What? Der hat den richtig hops genommen. Aber wie viel Glück muss man haben, dass solche Fallen auch noch auslösen? Oh shit. Oh shit, Zonenbattle. Okay. Oh mein Gott. Halt's Maul. Halt die Fresse. Oh mein Gott. Ich schwöre, das hat den gerade richtig krass gesaved, diese komische Sturmding von meinen anderen. Slow. Oh, oh, Karma. Karma, Digga. Leute, ich glaube an Karma. Ich bin ehrlich, ich glaube an Karma. La, 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 la. Der wirft eine Granate jetzt hinterher. Halt. Ey, ich schwöre, das ist krass, dass das überhaupt funktioniert, Alter. Ohne Scheiß, ich finde das übel heftig. Warte, das will ich nochmal sehen. Das hat er gerade nicht gemacht. Okay, die helfen gerade seinem Teammate. Und dann wirft er... Man kann seine eigenen Teammates killen mit einem Baller? What the fuck, Digga? Okay. Okay, das war stylisch. Das war fresh, Digga. Und jetzt renne ich in die Falle, bitte. Warum? So dumm. Hä? Okay. Okay. Das mit dem Klatschen war fresh, Bruder. Muss ich zugeben. War in Ordnung. War echt nicht schlecht. So, jetzt wird wieder Zeit für Opa Uwe, Alter. Wir sehen schon mit Einkaufswagen und Ballons am Start, der kleine Paul Berger. Wenn er jetzt einen Kill macht, ne? Und er hat 2 HP. Aber ich glaube, irgendwie noch einen Kill macht, sonst wird das irgendwie viel zu langweilig. Ich hab's doch gesagt. Ich hab's gesagt. Hab jetzt nicht gedacht, dass er sich selbst killt, aber kann man auch machen. Ach so, er sagt zu seinem Kollegen, wenn man unter ein Dach geht, dann fliegt man. Und jetzt hat er den halt damit geprägt. Aber als man auch so dumm sein kann und auf sowas reinfällt, ohne Scheiß, hä? Muss ich mal gucken, ob sowas klappt bei Bruder oder Odemann, Leute. Jetzt haben wir hier aber was beim Fight auf der riesigen Plattform und... Halt's Maul, Digga. Das hat das richtig geteilt mit der Rakete, Digga. Vor allem, Leute, ich muss ehrlich sagen, ich habe übel lang keine Raketendingens mehr gemacht. Weißt du, diese Raketenreiten da. Aber gut, Leute, nächster Clip, jetzt holt dieser... Nein, ich sehe es schon. Bruder, das hat man doch da oben gesehen. Das kann er mir nicht sagen, dass er den nicht gesehen hat. Achtet jetzt mal oben auf das Auto, Leute. Da steht doch jemand drauf. Aber ich muss schon sagen, das ist gut getarnt. Das ist echt schon richtig gut getarnt, Digga. Ich schwöre, mittlerweile wird es irgendwie immer krasser mit diesen ganzen Tricks, Digga. Jetzt haben wir hier... Oh, lol. Hä? Ah, der ist bis zum Ende gelandet. Das habe ich eine Zeit lang auch gemacht. Ich bin immer erst am Ende runtergesprungen, hab dann die Dinge gekillt, die auf K waren wegen Stats und so. Oh, what? Hä? Warum war der so schnell? Hä, what the fuck? Okay. Krass, und der kickt den... Oh! Ey, das ist eine schlaue Taktik, Digga. Das war auch nochmal schlau gespielt, Digga. So, jetzt haben wir hier Opa Ben, Digga, am Start, Junge. Der Stinkefüße, Ben. Ich werde richtig eklige Stinkefüße. Und das ist nicht normal, Alter. Hä? Hä? Habt ihr gerade gecheckt, was passiert ist? Ich hab gar nichts verstanden, ich schwöre. Forti, was geht, Habubi? Auf geht's, Digga. Ja, Mann, Junge. Gib dem Typen, Alter. Klatsch ihm richtig Waffe ins Gesicht, Alter. Auf geht's. Hä? Ich frag gar nicht nach. Ich will's gar nicht wissen, wie das passiert ist, Digga. Forti ist manchmal echt komisch. Richtig komisches Spiel. Fußballskin, bitte gib dem. Bitte gib... Ja, Mann, Digga. Ich spiel zwar selber manchmal Fußballskin, Digga, aber ich gönn denen, dass sie sterben. Dir auch, Digga, weil du gelacht hast. What the fuck? What?
Dass es diesen Bug immer noch gibt, ne? Nach so vielen Seasons gibt es diesen Bug immer noch, Alter. Ich hatte ihn schon bei Season 1. Lol. Ah, okay, so viel. Das war Pech, Digga. Das war einfach nur Pech. John Wick gegen John Wick. Ich sag doch, ich glaub an Karma. Ist einfach so. Karma existiert. Ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Jetzt aber ein episches Zonenbattle, Digga. Die Zone ist echt schon richtig klein. Oh mein Gott, und alles ist voll mit Lava. Hä? Was machen die jetzt? Entweder in die Lava oder außerhalb Zone. Shit, 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 shit. Renn rein, Bruder! Er hat gewonnen! Oh mein Gott, okay, das war heftig, Digga. Jetzt kommen aber erstmal die epischen Wins, Alter. Die epischen Wins. Die epischen Wins, Digga, die krassen Kills und sowas. Oh. Oh, let's go! Ich schwör, das war grad krass. Das hat mich gerade richtig geflasht, Digga. Das war richtig heftig geflasht, Alter. Aber weiter geht's, Digga. Diese Doppelpistolen, ich feier die auch irgendwie. Die sind gut auf Nahkampf und auf Fernkampf. Beste Waffe, Alter, ich schwöre. Aber Dynamit voll lelek, Alter. Und gar nichts. Also, ich feiere ich nicht. Jetzt feiere ich es doch. Ich nehme es zurück. Es ist so krass, was manche für Hits drücken können, ne? Ohne Scheiß, ich check das gar nicht. Ich könnte das nicht. Ich sterbe selber jedes Mal, wenn ich sowas mache. Okay, die Rakete fliegt. Trifft sie? Hä? Ach! Warte, hat der nicht gemacht. Der hat nicht die Rakete durchfliegen. Oh mein Gott! Okay, das war übel schlau. Das war 500 IQ-Play, Digga. Anders heftig gemacht, Digga. Ich weiß gar nicht, warum ich das Video die dümmsten Spieler genannt habe. Anscheinend ist es irgendwie die krassesten Kills oder so. Weil das ist schon übel heftig. Jetzt haben wir Oldschool-Rare am Start, sogar mit diesem komischen Gleiter von Season 1. Ja, aber mit dem Jagdgewehr-No-Scope finde ich jetzt auch nicht so besonders. Es ist in Ordnung, Digga. Mittlerweile ist es aber nicht mehr so special, weil alle anderen einfach schon so krass sind in diesem Video. Und jetzt kommt Forty mit Kanone, killt noch wahrscheinlich jemanden, Digga. Ja, aber klar. Und hat sogar noch die Runde gewonnen. Hä? Ich spiel gar nichts mehr. Ich schwöre, wie viel Glück manche einfach haben können. Das ist nicht normal. Kann mir keiner erzählen, dass solche Hits einfach geplant sind. Als ob sowas geplant war. Nie im Leben, Digga. Leute, schreibt mir echt in die Kommentare, habt ihr sowas schon mal geplant gemacht oder ist euch sowas schon mal aus Versehen passiert? Weil wenn überhaupt, dann passiert mir sowas einfach nur so random. Aber nie geplant. Digga, das geht gar nicht. Ich kann sowas gar nicht ausrechnen vorher. Wie soll man sowas machen, Alter? Ich check das nicht. Bam, Headshot. Okay, das ist immer in Ordnung. Noch ein Headshot. Das ist gut, Digga. Das ist gutes Aim gewesen, muss ich zugeben. Krass. Das ist echt nicht schlecht, Junge. Ich finde, das hier ist irgendwie der schlechteste Modus, den es gibt. Fortnite. Ich feiere den irgendwie gar nicht. Diesen Burger-Kack, Alter. Aber hier Kills zu machen, ist irgendwie jetzt auch nicht so special. Weil die Leute hier spielen auch irgendwie gerade so wie diejenigen, die keinen Creator-Code-Kidmiff im Shop drin haben. Aber hey, kann ja nicht jeder so special sein, Leute. Fuck, mein Akku ist gleich leer. Okay, Leute, ich wechsle kurz meinen Akku. Bis gleich. So, jetzt können wir weitermachen mit den nächsten Clips. Und ich sehe schon, Digga, das war schon wieder anders heftig. Boah. Einmal will ich so einen Kill machen. Ich schwöre, ein einziges Mal. Irgendwann, Leute, schaut gerne meine Facebook-Streams mit rein. Irgendwann mache ich live so einen Kill, Alter. Versprochen. Impulsgranate, dann da. Muss ich verstehen, warum er den Rift benutzt hat, aber dann irgendwie doch nicht? War das einfach nur so für Style, für Swag, weil es dann einfach cool aussieht? Oder muss man auf jeden Fall nicht verstehen, Digga? Ist gerade Undertaker-Musik? Das klingt gerade richtig so. Finale Entscheidung gerade, so Endlevel, bevor du stirbst. Okay. War aber auch nicht schlecht. War nicht schlecht. Aber ich muss ehrlich sein, Leute, was mir auffällt, die Kills sind momentan irgendwie immer dieselben. Also ist irgendwie die ganze Zeit irgendwie einfach nur so ein No-Scope mit einer Sniper aus 10 Kilometer. Aber nichts Besonderes momentan. Ja, hier sind die Gegner einfach ein bisschen schlecht gewesen, so. Okay. Okay. Das war schon ein bisschen besser, aber ich will jetzt einen richtig heftigen sehen, Digga. Ich will heute den Kill des Tages haben. Ich glaube... Der letzte Clip war schon ziemlich gut, Leute. Ich würde einfach mal sagen, Leute, das war es auch schon mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Checkt auch gerne meine Instagram-Seite ab, Leute. Da ist einfach Kidmail. Folgt mir, dann verpasst ihr gar nichts. Wirklich nichts, Leute. Aber hey, ich meine, alle, die mir da nicht folgen, die haben halt Pech gehabt. Ich meine, wenn ihr keinen Account habt, dann Pech gehabt. Könnt ihr halt nicht so cool werden wie andere. Ansonsten folgt mir auch gerne auf Facebook, weil ich da jeden Tag live gehe. Wirklich, Leute, ich mache da jeden Tag 2 Stunden lang einen Livestream. Deswegen folgt mir auf Facebook, Leute. Wenn ihr keinen Account habt, macht euch einen, kommt dazu. Ihr wollt gar nicht wissen, wie chillig Facebook-Livestreams sein können, Leute. Aber gut, wir sehen uns morgen wieder bei einem neuen Video vom Kanal. Macht's gut, meine Habubschis. Haut rein. Peace.